Ich habe euch gar nicht gesehen, Leute. Kommt schon mit, ab geht's ins Trikaland. Das ist Chips. Chops. Der loyalste Wachmann, den ihr euch nur vorstellen könnt. Er würde sich für mich eine Kugel einfangen. Würde ich nicht. So bescheiden. Das sind die größten Momente der Super Strikers. Langweilig, langweilig, komplett uninteressant. Oh, herrliche Erinnerungen. Jetzt treffen wir die Männer. Hey, Team! Wow, hey, hey, El Matador, Mann, was geht? Ihr seid alle in meiner Reality-TV-Show. Was? Du kannst uns nicht ohne unsere Erlaubnis filmen. Genau das habt ihr aber alle unterschrieben. Du hast gesagt, das ist eine Geburtstagskarte. Für deine kranke Oma. Das ist ziemlich gut gelaufen. Living the Alive? Das ergibt nicht mal auf Englisch Sinn. Leute, hört auf, durcheinander zu brüllen. Brüllt immer nur einzeln, damit die Kamera auch keinen eurer wütenden Kommentare verpasst. El Matador, wir standen echt alle lang genug im Rampenlicht. Keine Angst. Eure Privatsphäre ist mir das absolut Wichtigste. Hm? Natürlich nicht. Ha! Wusste ich's doch! Hey, das ist ganz allein meine Show. Du hast ja nichts zu suchen. Oh, klar habe ich das. Du hättest dir die Verträge mal durchlesen sollen, bevor du uns damit reingelegt hast. Und jetzt zeige ich euch endlich, wo die wahre Magie jetzt steht. Hä? Auf keinen Fall. Unter gar keinen Umständen wird beim Training gefilmt. Oh. Mhm. Egal. Bei Training gehen die Quoten eh in den Keller. Da fehlt einfach das Drama. Das kommt schon, wenn El Matador nicht das Wasser seiner Lieblingsmarke bekommt. Hey, Gletschernebel ist nicht irgendein Wasser. Das stammt von einem Millionen Jahre alten Eisberg. Gletschernebel. So, Jungs, nächste Woche auswärts gegen Kosmos. Ich will euch in Topform sehen. Kämpft und zeigt. 100% Einsatz. Keine Sorge, Coach. Ich werd's denen zeigen. Verteidigung, macht euch Sorgen, denn ihr geratet bald in einen Helmattersturm. Echt jetzt? Ja, an dem Slogan muss ich noch arbeiten. Viel zu leicht. Netter Versuch. Und jetzt kommt der Abschluss. Wir spielen zusammen. Mein Fehler. Dank dieser dummen Show spielt El Matador wieder richtig gut. Und so sollte es besser auch bleiben. Männer, wir sehen uns am Flughafen. Frisch und sauber. Na klar, Bruder. Captain. Mal sehen. Was soll das heißen? Mal sehen. Entspann dich, Captain. Ich baue nur ein bisschen Spannung auf für die Kamera. Und das Einzige, was zählt bei Reality TV, ist Drama. Oh. Ein Naturtalent? Der Striker-Jet befindet sich kurz vor dem Abflug. Doch noch immer kein Lebenszeichen von El Matador. Applaus, hier ist er. Entschuldigt kurz hier drüben. Ich habe den Zuschauern da draußen was Wichtiges zu sagen. Model Students war eine tolle Sendung, die man nie hätte absetzen. Dein Nerdgeschwätz versaut meine Einschaltquote. Mach nur so weiter. Und wir voten dich raus aus der Show. Bla, bla, bla. So läuft das bei diesen Sendungen nicht. Oder doch? Ich trage dein Gepäck, El Matador, aber vote mich bitte nicht raus. Alles klar, Kumpel? Hat Klaus sich eine ernste Wirbelsäulenverletzung zugezogen? Und wichtiger noch, hat er El Matadors Designerkoffer verbeult? Bleibt dran bei Living the Air Life und ihr werdet es erfahren. Mann, 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 Ninja. Diese Show ist ja grauenvoll. Ha,
Erzähl mir was Neues. Zum Glück bin ich ja da und zeige euch, wie Reality-TV aussehen sollte. Ninja Style. Was? Jetzt bekommt wohl jeder eine eigene Reality-TV-Show. El Matador, super Nachrichten. Living the L Life schlägt alle Quotenrekorde. Einfach jeder sieht sich die Sendung an. Haha, yeah! Den hast du gezeigt, El Matador. Aber es gibt da ein klitzekleines Problemchen. Lass mich raten. Das Hotel hat kein Gletschernebel. Es ist noch viel schlimmer. Ninja Style hat aufgeholt und liegt jetzt auf Platz 2. Okay, das war's. Ich werde beweisen, dass Living the L Life die echteste und wahrhaftigste Reality-TV-Show ist, die es gibt. Schnitt, lasst uns die nochmal machen. Da war mir nicht genug Wahrheit drin. Welches Stirnband wird Ninja auswählen? Was für ein Angeber, oder? Echt jetzt? Entspann dich, Mann. Du hast doch dein dummes Gletscherwasser bekommen. Darum geht's nicht, Shakes. Ich habe alle Register gezogen, aber meine Quoten sind immer noch Kopf an Kopf mit dem dummen Ninja-Style. Es ist nur eine Fernsehsendung, Mann. Komm mal klar. Wie kannst du es wagen? Hör auf, dich einzuschleimen, Klaus. Man kann dich nicht einfach aus der Show voten. Lieber auf Nummer sicher gehen. So, Jungs. Übungsspiel. Sturm, ich will Druck sehen. Verteidigung, macht es denen nicht so leicht. Filmteam, bleibt mir vom Leib. Ja, ja. Unsere Zuschauer interessieren sich eh nicht für das Training. Die Vereinbarung für den Spieltag steht noch, oder? Maximales Drama. Keine Sorge. Das kann ich. Hey, Leute. Sitzt meine Frisur? Oh, hat dich so super entzückt. Konzentrier dich, El Matador. Friss das, Ninja. Ah, mein Bein! Ich werde nie wieder laufen können! Shakes, Rückpass! Wie kann das abseits sein? Linienrichter, bist du blind? Oh, das ist doch ein Skandal! Alter, was machst du? Ich übe fürs Spiel, was sonst? Holen wir, da ist er. Und schon ist er weg. Yeah! Living the L-Life, schaltet alle ein! Du hast ja nicht mal getroffen. Details. El Matador. Wie würden sich 90 Minuten auf der Bank auf deine Quoten auswirken? Entspann dich, Coach. Ich werde Ninja auch auf dem Spielfeld abziehen. Gut. Und deswegen gehst du heute Abend auch früh ins Bett. Ja, Coach. Gute Arbeit, Jungs. Vor allem von mir. Du. Ich. Ha, du. Ich? So was habe ich nicht mehr gesehen, seit die Show Krasse Kampfkatzen auf der Ausstellung Die antiksten Sofas war. Das Gekratze, das Geschrei. Diese Geräusche verfolgen mich bis zum heutigen Tag. Endlich bist du mal in einer guten Fernsehshow. Wie war das? Ich kann dich nicht hören, du bist zu weit unten, Nummer 2. Nicht mehr lange. Ich schmeiß heute Nacht eine Riesenparty auf meiner Terrasse. Ganz Vegas wird dabei sein.
Ach ja? Dann warte ab, was ich machen werde. Und was ist das? Ich werde früh zu Bett gehen. Das ist so traurig, ich kann beinahe nicht lachen. Beinahe. Es ist die Nacht vor dem großen Spiel und El Matador wurde auf sein Hotelzimmer verbannt. Aber um wie viel Uhr wird er zu Bett gehen? 9? 10? 10:30? Ihr werdet es erfahren bei Living the L-Life. Willkommen zum Ninja-Style-Dachterrassenspektakel. Und hier kommt der Star der Show, Ninja! Auf dem Motorrad, in einem Helikopter, geflogen von weißen sibirischen Tigern. Okay, das war's jetzt wirklich, verdammt. Ich unternehme jetzt was Dramatisches. Ja. Ich bin echt stolz auf El Matador. Er hat Reife und Professionalität bewiesen. Wo ist er? Lauf! Er holt auf! Bitte wartet! Tut mir so leid. Living the L Life ist gleich zurück. Es geht um Stolz. Es geht um Rivalität. Es geht um Erfrischung. Gletscherliebe. Es geht um Ehre. Und alles trifft sich heute hier. Der Tag ist gekommen, an dem ich Ninjas Quoten in den Keller blase. Was? El Matador? Deine dreiste, unprofessionelle Entschuldigung für... Glaub mir, das wollt ihr gar nicht hören. Und dann wirst du rennen. Bist du... Nö, läuft noch. Keine Ahnung, worum es da jetzt geht. Couch, ich war aus gutem Grund letzte Nacht unterwegs. Ich will kein einziges Wort mehr von dir hören. Ich kann's beweisen. Sieh dir die letzte Folge von Living the L Life an. Oh oh. Sollte ich euch auch nur in der Nähe des Spielfelds erwischen, könnt ihr die Show umbenennen zu Killer Coach. Zwei Teams ziehen hinaus in den Kampf. Doch nur eines besteht aus Helden. Was ist mit deiner Stimme los? Warst du wieder auf einer nächtlichen Karaoke-Party? Das ist meine Reality-TV-Erzählerstimme. Jeder Super League-Spieler bekommt seine Show und da will ich auch dabei sein. Du hast die Party gerockt, Ninja. Wieso ich? Du hast doch mit den weißen sibirischen Tigern im Jacuzzi gechillt. Der Typ! Der Typ! Buddy Watkins Jr. Endlich mal ein Coach, der Ahnung hat. Spiel läuft! Steigen Kosmos Chancen auf den Sieg durch diesen gewagten Angriff? Sieht danach aus. Das Vegas-Team scheint heiß auf den Sieg zu sein. Es läuft alles auf eines hinaus. Ein Mann, ein Ball. Und was für ein grandioses Tackling. Klaus ist einmal quer übers Spielfeld gerannt. Wer liebt Apfelstrudel und wird nicht rausgevotet? Der da! Konterchance für die Super Strikers. Die Männer in Rot werden eine derartige Chance in ihrem Leben niemals wieder erleben. Willst du dieses Fake-Drama jetzt durchziehen? Natürlich. Oder doch nicht? Bleibt dran und ihr werdet es erfahren. Hey, weg da! Die Quoten sind futsch.
Wir sind am Ende der ersten Halbzeit. Und den Mannschaften rennt die Zeit davon. Tick, tack, tick, tack, tick, tack. Großartig gelöst von Ninja. Er hat freie Bahn. Miserabel! Da erwarte ich von dem Kapitän doch mehr. Halbzeit. Werden die Mannschaften die zweite auch noch überstehen können? Jaha, ja, werden sie. So funktioniert Fußball. Na, wie ist das Leben, El Bancador? Die Rechte für den Witz sichere ich mir noch, der war spontan. Deine Witze sind noch schlechter als deine Schüsse. Wie du meinst. Nummer 2. Pa, als ob mich Quoten interessieren. Warum? Ah, nichts interessiert mich mehr. Okay, gut. Ich habe mich wieder im Griff. Warum? Es klingt zwar bescheuert, aber El Matador hat recht gehabt. Man kann aus der Sendung gewotet werden? Nein, Alter. Seine Quoten sind seit gestern im Keller. Wäre nicht passiert, hätte er es gestern krachen lassen. Aber wo war er dann? Keine Ahnung. Aber das können wir rausfinden. Ach, Macht. Oh, ich liebe die Show. Die Nacht vor dem Entscheidungsspiel und El Matador verbringt seine Zeit mit Trainieren. Und Trainieren. Jo, immer noch Trainieren. So sieht's aus. Er trainiert. Trainiert. Warum hat er mir das denn nicht einfach erzählt? Denn der Nährboden des Reality-TV ist Drama. Mir hat der Spruch gefallen. Nie würde ich die erste Halbzeit verpassen wollen. Bei den Super Strikers zu spielen, ist besser als alle Quoten. Du bist nicht der Alleinschuldige, El Matador. Hauptsächlich. Vielleicht 95%. Aber nicht ganz allein. Ich hätte dir zuhören sollen. Bin ich dann drin bei der zweiten Halbzeit? Möglich. Oder nicht? Seht zu und findet's raus. Na, habt ihr's jetzt? Die zweite Halbzeit läuft. Doch was ist das? Ich kann's nicht fassen. Kann das sein? El Matador erscheint aus dem Nichts. Du weißt doch, dass er vor 5 Minuten eingewechselt wurde. Ha! Glaubst immer noch, du kannst mit mir mithalten, Nummer 2? Die einzigen Zahlen, die mich interessieren, sind die auf der Anzeigetafel. El Matador ist in Höchstform. Lasst uns denen zeigen, warum wir alle Fußballstars sind. Was für ein Pass! Was für eine Übersicht! Was für ein Können! Was für ein Drama! Living the Air Life ist von Nummer 1 auf Nummer 2 abgestürzt. Wird El Matador mit einem Tor die Quoten wieder in die Höhe schießen lassen? Das erfahrt ihr bei Zurück zum Fußball und zwar sofort. Absolut Hammer. Wunderbar. Yeah, gewonnen. Ich bin noch dabei. Juhu. El Matador. El Matador. El Matador. Sieh's positiv. Du bist immer noch der beliebteste Reality-TV-Star. Was? Bin ich? Ja. Das Internet fährt voll auf dich ab. Der blöden Kamera! Den Sieg in der Tasche treten die Super Strikers die Heimreise an. Dann bleibt wohl nur noch eines zu sagen. Klaus, du wurdest rausgevotet. Nee, bitte. Hier im Strikerland laufen die letzten Minuten des Spiels, Mac. Und Shake steht kurz vor einem historischen Rekord.
Die meisten Tore in einer Saison. Diesen Rekord hält Edwin seit... Selbst ich weiß nicht, wie lange schon, Brenda. Cool Joe! Spiel zu mir! Cool Joe schießt den Ball in den 16er. Tor! Und Shakes zieht mit Edwin gleich, dank seinem souveränen Abschluss. Yeah! Nur noch ein Tor und er spielt in seiner eigenen Liga. Shakes, ist 53 deine Glücksfrage? Nächste Woche geht's gegen Nakama. Willst du den Rekord in Tokio aufstellen? Du bist kurz davor, Super League-Geschichte zu schreiben. Wie fühlst du dich? Persönliche Rekorde sind mir nicht so wichtig. Solange die Super Strikers gewinnen, bin ich glücklich. Wow, so bescheiden, Shakes. Aber eine so große Leistung verdient auch ein wenig Aufmerksamkeit. Du bist eine Legende. Glückwunsch, Shakes. Du bist mein Held, weißt du? Du hast gerockt, Bruder. Beruhigt euch endlich. Die Presse hat ihn doch schon vor 4 Stunden beweihräuchert. Er kann Fußballgeschichte schreiben, El Matador. Komm schon, ich habe auch 100er Rekorde. Ach ja? Legen wir los, das Buch der Super League-Rekorde. El Matador, El Matador, El Matador. Nope. Ach, einen habe ich mindestens noch. Sieh mal bei Beste Frisur der Super League nach. Das gibt doch keinen Rekord für die beste Frisur. Doch, gibt es. Liquido hält den Rekord. Was? Der Typ sieht aus, als hätte mir einen Tintenfisch auf dem Kopf. Männer, Schluss jetzt mit Rekorden. Keine Sorge, Coach. Dieser Hype wird sich sicherlich bald legen. Oh, sorry, Nico. Glaube mir, du bist nicht das Problem. Schneller! Schön, das war sehr gut. Jetzt spring zu Track 11 fürs Fitnesstraining. Ah, wo ist er? Willkommen bei Morsas Advertising. Wir verwandeln Ihre Träume in noch größere Träume. Wir vereinen, verbessern und beglücken. Verschaffen Sie sich im Herzen derer Gehör, die Ihnen am meisten bedeuten. Denn Sie bedeuten, Sie bedeuten uns am allermeisten. Oh, schon fertig? Ich muss ein bedeutsames Ereignis in der Fußballgeschichte feiern. Bombe, da sind Sie bei uns genau richtig. Was ist Ihre Zielgruppe? Recht jung. Sehr sportlich. Witzig und zugleich professionell. Er hat große Pläne für die Zukunft, aber will sie sofort. Was faselt ihr denn da? Das ist die Zielgruppe. Shakes von den Super Strikers. Er ist unser Hauptzielkunde. Einzelpersonen-Marketing? Sie sind ein Guru. Nein, ein Prophet der Zukunft. Ich spüre ein Level 5 Brainstorming aufziehen. Heiz die Kaffeemaschine vor, holt mich hier raus. Die meisten Torschüsse? Nope. Bester Torjubel? Nein. Schönstes Meme? Uncoolstes Meme? Ernsthaft? Okay, die meisten Spiele mit Brille auf. Dritter Platz. Aber ich bin doch der Einzige, der Brille trägt. Wow. Wow, Shakes. Tokio steht wohl fett hinter dir, Alter. Eine nette Willkommensgeste. Vermute ich. Wo ist meine Begrüßung, Tokio? Oh. 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 Boom, kapow? Um jeden Preis Shakes? Wow. Wer schreibt das Zeug? Das ist ausgezeichnet. Wow. Es ist großartig, Menschen bei der Verwirklichung ihrer Träume zu helfen. Ja, so in der Art. Das ist so ergreifend. Das ist genau der Grund, warum ich in dieser Branche bin. Und jetzt hängt es endlich ab. Aber warum? Diese Werbefläche kostet ein Vermögen. Adressiert nur den Adressaten, Leute. Ach, komm schon, Shakes. Ach.
Dieser Druck geht nicht spurlos an ihm vorbei. Ah. Ja, ich hatte nicht erwartet, dass man ihm hier so viel Aufmerksamkeit schenkt. Er braucht einen Selbstvertrauensbooster. Mach's ihm leicht. Noch einfacher. Rekordhalter der wenigsten Tore im Training ist. Oh. Coach Morn, das lief leider nicht wie geplant. Ich muss mir eine Ersatzstrategie überlegen. Fahrt schon mal vor. So etwas. Es tut mir echt leid, Coach. Ich glaube, der Druck macht mir zu schaffen. Es ist nicht deine Schuld, Shakes. Du musst diesen Rekord aus dem Kopf bekommen. Entspann dich, genieß es, mach's dir gemütlich und hab einen erholsamen Schlaf. Geht's dir gut, Coach? Ja, genau. Tschüss. Wenn du willst, kannst du morgen mal ausschlafen. Wirklich? Ja, natürlich. Keine Panik, Leute. Ich bin schon da. Oh, du hältst doch einen Rekord, El Matador. Die längste Zeit vor einem Spiegel verbracht. Wirklich? Nö. Du bist grausam. Coach, was hat es mit diesem frühen Treffen auf sich? Ich glaube, die Shakes-Werbung soll nur auf Shakes abzielen. Was? Aber wie? Als ihr gestern aus dem Gashuku-Stadion raus seid, ist die Werbung verschwunden, nachdem ihr um die Ecke wart. Was? Also das ist doch verrückt. Heißt das, wenn Shakes die Plakate nicht sieht, spielt er wieder normal? Das müssen wir erst noch herausfinden. Hey, Jungs, was geht ab? Aufgepasst! Du hattest recht, Coach. Musste nur den Kopf freikriegen. Shakes, wie wär's, wenn du schon mal frühstücken gehst? Braucht ihr mich denn nicht hier? Ach, du bist willkommen schon vor. Für ein Shakes. Also, wie werden wir die alle los, Coach? Durch gutes altes Teamwork. Heute wird unsere Rivalität mit den Super Strikers noch einmal spürbar. Eine Frage des Willens, des Könnens und des Trainings. Es ist an der Zeit, dass wir alle den Tag... Einen Moment. Hä? Zeile 20, Wort 5. Was heißt das? Es ist Nutzen. Wie in Carpe Diem. Nutze den Tag. Das ist auch unsere Firmenphilosophie. Ja, wie auch immer. Es ist an der Zeit, dass wir alle den... Den Tag nutzen. Carpe Diem. Ihr wisst schon. Oh, ich hab die Schnauze voll. Du bist unser Trainer, du kommst her und trainierst uns. Mein Job ist, uns einen Sieg zu verschaffen. Und genau das tue ich auch. Wie? Wie denn? Du schreibst nicht mal deine Rede selbst. Ich muss los. Ich habe sehr viel zu tun. Gibt es Neuigkeiten, Mr. Giri? Die Super Strikers kommen jetzt raus. Startet die Kampagne. Hilfsbereit ist der Mitspieler. Ganz schlechter Zeitpunkt, El Matador. Unsere Hauptzielperson nimmt eine andere Route zum Stadion. Okay, Leute, die Zielgruppe läuft aus dem Ruder. Ideen? Hellere Farben? Krassere Statements? Nein, wir haben keine Zeit, das Konzept zu ändern. Markenbotschafter. Also das hat yeah, mal Sass. Wahnsinnsidee. Mega cool. Ich präsentiere den Walk and Talk. Es ist ein Schuh und ein Telefon. Fantastisch. Komm, seien Sie mir.
Zielkunde entdeckt. Er bewegt sich durch die Einkaufsgalerie. Tut doch etwas! Aktiviere das Rollbanner. Hauptgalerie. Na los! Ich habe ihn. Ausgang zur Straße, Richtung Süden. Shibuya-Kreuzung und go! Shibuya! 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 Hey, Shakes, was sagt der Fußball zu einem Tor? Weiß nicht. Ich finde mich in dir wieder. Ja, jetzt haben wir ihn. Gute Arbeit, Team! Vermassel's bloß nicht! Er ist es nicht. Wiederhole, Zielperson ist nicht im Auto. Findet ihn, Leute. Gratis Super Strikers Hoodies. Nur solange der Vorrat reicht. Schön, endlich eine anständige Frisur zu haben, oder? Alles klar, Dudes. Wir können ihn nicht lokalisieren. Oh, kommt schon. Eine Option gibt's noch. Vielleicht gelingt es mir, sein Handy zu orten. Sir, Ihr Wagen wartet. Springt rein. Wir haben ein Spiel zu gewinnen. Schnellster Fußballer aller Zeiten? Jungs! Worauf wartet ihr noch? Wir haben's gleich. Gleich geschafft. Unglaublich. Gashuku. Okay, wir sind wieder im Rennen. Oh nee! Oh nein! Ich dachte, wir hätten sie abgehängt. Gib mir dein Handy. Aber Coach, jetzt gib es mir einfach. Vorbei. Wir haben alles versucht. Toll, wie auch immer. Eigentlich muss es das noch nicht gewesen sein. Spieltag im Gashuku-Stadion, Brenda. Wir haben es geschafft, Dude. Gut gemacht, Coach. Wir haben es durchgezogen. Das könnte ein denkwürdiges Spiel werden, Mac. Shakes ist im Begriff, die Geschichte neu zu schreiben. Und? Glaubst du, dass er das schaffen wird? Oh, ich bin Profi-Kommentator, Brenda. Ich bin natürlich unparteiisch. Nach vorne, Shakesmon! Behalt sie im Auge, Shakes. Okay, in 3, 2... Ist gut, Leute. Ich kann's noch. Könnte das der magische Moment werden? Das war haarscharf. Fantastische Leistung des Stürmers. Ja, Mr. Geary? Zeit für den Zeppelin, ja. Die Super Strikers jetzt wieder im Angriff. Könnte das der Moment sein, auf den ich meine, die Fans gewartet haben? Sieht so aus. Nein. Das könnte der Rekord für die schlechtesten Abschüsse sein. Habt ihr zu diesem Rekord auch eine genaue Zahl? Denk nicht mal dran, El Matador.
Wärm dich auf, Klaus. Ja, Coach. Coach hat keine andere Wahl. Er wird Shakes runternehmen müssen. Ihr seid wirklich richtige Genie. Gute Arbeit, Kim. Wir haben es geschafft. Wir haben den meisten Sass von allen. Und jetzt, weg mit dem Family. Das Ding kostet mich ein Vermögen. Weg mit diesem Ding. Hey, Klaus. Ja, Coach? Setz dich doch noch mal kurz hin. Flieg wieder zurück. Okay, aufwärmen. Oh ja! Wieder weg damit! Setz dich hin. Aufwärmen. Hinsetzen. Aufwärmen. Hinsetzen. Aufwärmen. Hinsetzen. Ich kann es nicht fassen. Wie bitte? Mann! Ja, hier steht's. Der skrupelloseste Trainer der Super League. Uragiri. Mann! Und er hat mich wiedergekriegt, sogar im Stadion. Im Gegensatz zu gestern hast du jetzt keine Zeit, den Kopf frei zu bekommen. Tut mir leid, Shakes. Du musst auf die Bank. Schönes Spiel bisher. Gute Arbeit, Team. Hä? Nicht wir spielen gut? Shakes spielt einfach schlecht? Ach, sei nicht so, Miko. Meine Trainingsmethoden zahlen sich eben aus. Das stimmt doch nicht. Du warst ja nicht mal hier, Mann. Aber ich bin jetzt hier, oder nicht? Manchmal fühle ich, dass ich nichts tun kann, damit ihr zufrieden seid. Coach, du musst mich drin lassen. Dieser Rekord wird bleiben. Ich muss mich ihm stellen. Aber nicht mehr in diesem Spiel, Shakes. Da ist so viel Druck. Gib mir nur 15 Minuten. Bitte. Na schön. Ja. Aber wenn dich die Kampagne weiterhin beeinträchtigt, kommt Klaus für dich rein. Wuhu, ja. Reiß dir zusammen, Shakes. Hey, Shakes, denk daran. Nur eines ist wichtig, Nakama zu schlagen. Verstanden, Coach. Dieser Rekord lässt dich einfach nicht los, Shakes? Coach lässt Shakes im Spiel. Ungewöhnliche Reaktion auf diese Leistung. Aber das heißt doch, dass er diesen Rekord noch brechen kann. Grobes Foul vom Verteidiger. Und was macht der Schiri? Elfmeter! Und wer wird ihn schießen? Shakes hat es sich verdient, oder? Hat er. Aber ich doch auch! Unklar, Mann. Nichts bedeutet mehr Druck als ein Elfer, Dudes. Jungs, ich schaff das. Das ist entscheidend. Für Shakes. Und die Geschichte des Fußballs. Und das Spiel. Und für die Fans. Und den Kommentator. Mac. Wirklich clever, Jungs. Ja, denk daran, Coach. Nur eines ist wichtig. Hey, seht mal, was ich abgestaubt habe. Cool, das neue Buch der Super League-Rekorde. Und gebt euch das. Erster Pass bei einem Elfmeter in der Liga. Shakes. Ja. Und? Ja. El Matador. Ja! Auch wenn du ihn mit mir teilen musst. Ich hab aber das Tor geschossen, Shakes. Das ist noch nicht alles. Der Rekord für die teuerste Werbekampagne aller Zeiten geht an... Dranbleiben, ihr schafft das, bla bla bla. Ich dachte, dieser Wahnsinn ist vorbei. Ja, Trainer. Wo zum Teufel steckst du denn dieses Mal? Das wollt ihr nicht wissen. Karpe wischen, nutze den Mob. Das ist auch was, das wir bei Morses sagen. Sie schaffen das. Nur noch 8 Jahre, dann haben sie all ihre Schulden abgearbeitet. Los, wir holen uns Frabadabba Mocha Schokocinos! Ja! Snacks sind nur für unsere Kunden. Kunden, Kunden, Kunden. Aber Colonel von Push-Up, Sir, die Saison ist fast vorüber. Wir wollen diese Schrimps zermalmen. Bevor sie sich nach oben ins Super League-Finale mogeln.
Bisschen creepy, aber ich muss dir leider zustimmen. Ja, Coach. Wir müssen dieses Match spielen. Nein, Jungs, es ist viel zu gefährlich. Okay. Na gut, Coach. Okay, Coach. Ha, ihr seid nur ein Haufen mickriger Weicheier. Mach das nicht, Mann. Seht ihr, das ist lediglich eine kleine... In wenigen Wochen ist das große Super League-Finale. Und jeder fragt sich, wann Super Strikers und Iron Tank ihr Nachholspiel austragen werden. Jungs! 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 Oh! Sag das bitte nochmal, Coach. Der Super League war es nicht möglich, das Spiel gegen Iron Tank diese Woche anzusetzen. Daher spielen wir nächste Woche gegen Hydra auswärts, Iron Tank auswärts und Invincible United auswärts. Ich hab befürchtet, dass du das sagst, Coach. Oh. Das ist der ultimative Liga-Krimi. Ich dachte, wir hätten eine Chance auf das Finale, aber so? Keine Panik. Wir haben einen Plan. Erstens, Taktik. Check das mal. Das geheime Trainingshandbuch. Zweitens, Genesung. Wow. Cool. Und drittens, Yum. Ernährung. Hühnchen mit Reis. Super. Bitte, Bruder. Drei Spiele in fünf Tagen. Einmal rund um den Globus. Physische und mentale Müdigkeit. Andere Menschen in deiner Distanzzone 24/7. Jungs, natürlich wird das kein Zuckerschlecken. Aber wenn wir das durchstehen, sind wir im Finale. Also machen wir diese Woche zu was, dass wir unseren Enkeln erzählen. Aber sicher, auf jeden Dancing Rasta. Ich werde ein Tagebuch schreiben für meine Enkelchen. Gut gemacht, Rasta. Ich habe wohl Punkt 4 vergessen. Motivation. Der beste Plan taugt nichts, wenn sie nicht mit dem Herzen dabei sind. Tag 1. Meine lieben Enkel, es ist viele, viele Jahre vor eurer Geburt und wir befinden uns auf hoher See, unsere erste Etappe der Reise zum Finale der Super League. Mittagessen. Ich präsentiere nun meine Überraschungs-Hotdogs. Ich dachte, jetzt kommt etwas voll Widerliches. Das sind keine Hotdogs. Hühnchen mit Reis? Ich dachte, ihr kulinarische Neandertaler würde den Unterschied nicht bemerken. Echte Hotdogs helfen nicht, wenn ihr mit Hydra mithalten wollt. Aber nur konditionell mitzuhalten, wird im kommenden Spiel nicht ausreichen. Yeah. Ernsthaft, Coach? Bist du dir da sicher? Relax, Duma. Bis wir gegen die Strikers spielen, werden sie völlig erschöpft sein. Wir werden sie platt machen. Herausforderungen schweißen ein Team zusammen, Skara. Okay. Und was werden wir tun? Wir werden den Krimi mit Adleraugen beobachten. Lass das sein! Ein sonniger Tag hier im Floating-Stadion, die Ruhe vor dem Sturm. Vor dem Liga-Krimi der Super-Strikers. Blablabla. Fußball, Fußball, Lili. Brenda. Ich wärme mich auf, Mac. Als ich anfing, hatte man bereits vorm Frühstück drei Spiele kommentiert. Da schaffe ich doch diese paar Spielchen mit links. Willst du das echt durchziehen, Captain? Wir verfolgen unseren Plan, El Matador. Lichtgeschwindigkeit von Liquido. Aber die Männer in Rot mauern ganz schön. Sogar zwei Mauern. Und das ist die Konterchance. Zurück! Lasst euch zurückfallen! Aber die Super Strikers halten sich zurück. Sie halten sich zurück, Brenda! Zurückhaltend wie Champions!
Hä? Haha! Schluss jetzt mit diesem Blödsinn! Endlich zeigen die Super Strikers etwas Entschlossenheit! Hm? Hey. El Matador ist heiß auf ein Tor! Unfassbar! El Matador verliert den Ball! An seinen eigenen Kapitän! Warte, El Matador! Auf mein Zeichen! Na gut. Wie wäre es jetzt? Jetzt aber! Hallo, hier bin ich! Oh Mann. Jetzt! Und die Super Strikers starten einen letzten Versuch, um in Führung zu gehen. Hat Hydra noch ausreichend Energie, um sie zu stoppen? Ist das der Abschluss? Haha! Da ist das Tor. Und? Neue Erkenntnisse, Duma? Außer einem Mittel gegen Schlaflosigkeit. Die Super Strikers haben sich ihre Kräfte für den Schluss aufgespart. Also hast du dir die Titelstory doch verdient. Naja, sie haben es nur dank der Disziplin ihres Kapitäns durchgezogen. Oh, klar. Daher ist er auch auf dem Poster. Ich glaube, ich kenne jemanden, der uns helfen kann. Tag 2. Meine lieben Enkelkinder, wir fliehen in die Alpen zum Spiel gegen Iron Tank. Flugzeuge, fliehen, eine altmodische Transportart gegen eure Teleportation, oder? Hat dir jemand leckeres Dessert gesagt? Nicht schon wieder. Bon Appetit, Super Strikers! Yeah. Lass mich raten. Reiscreme? Und Hühnchenladensoße. Widerlich. Jungs, Coach hat uns schon einen Sieg beschert. Wir halten uns an den Plan. Wenn du das sagst, Ken. Im letzten Spiel ging es ums Kräftesparen. Jetzt geht es darum, euch selbst zu schützen, indem ihr euch von euren Gegnern fernhaltet. Coach, wir haben doch erst vor 2 Tagen gespielt. Wie sollen wir so schnell zu unserer Topform zurückfinden? Und zwar bis morgen. Durch Bankdrücken? Ich bin kein Weichei! Aufs Laufband steigen? Oder einfach draufhauen? Nein. Nein, was ihr jetzt braucht, ist ein Bad. Yeah! Zu cool. Tatsächlich viel zu cool. Was ist der Sinn dahinter, Coach? Die Senkung der Körpertemperatur reduziert die Laktatbildung und beschleunigt die Muskelregeneration. Okay. Durch die Kälte erholen sich eure Muskeln doppelt so schnell. Ich kann sie nicht mal fühlen. Ich spüre gar nichts mehr. Außer deinem Atem in meinem Nacken. Bleib mir von der Bälle bloß. Chill, Matador, Jungs. Was? Das Coach, Dude. Kann ich jetzt raus? Ich weiß nicht, warum sie es Krimi nennen. Nach morgen werden sie es Liga-Drama nennen. Oder besser Liga-Horror. Liga-Märchen. Ja, sehr witzig, Weichei. Täuscht ein bisschen. Ich nenne meinen Hund Kleines Weichei. Sind Sie der, der so toll basteln kann? Mhm. Ich möchte, dass du im morgigen Spiel Dancing Rasta verletzt. Ach, bitte. Mach deine Drecksarbeit alleine. Nein! Der Muscletron 6000! Die beste Muskelaufbaumaschine aller Zeiten! Verboten, nachdem sich zu viele Weicheier verletzt haben. Wo hast du ihn her? Ah!
Scheint, als hätten wir einen Deal. Es sei denn, du willst gerne ein Weichei bleiben. Tag 3. Spieltag im Fortress-Stadion! Beide Teams müssen gewinnen, um im Wettbewerb zu bleiben. Aber keinen Druck! Gute Taktik, die die Männer in Rot da haben. Hey, Brenda, sie halten sich möglichst fern von Iron Tank. Fädelt ihn durch zu. Ha, zu niemandem. Aber wie aus dem Nichts taucht Shakes auf. Weit knapp. Oh. Kaum zu glauben, dass die Strikers erst vor 2 Tagen gespielt Erfahrene haben. Erfahrene Profis wissen, wie man wieder in Form kommt, Brenda. Ja, das tun sie, Meg. Hoho! Weichei. Das ist der Muzzletron 6000. Noch mehr Stahl für stählerne Muskeln. Sorge für Neider bei den Gegnern. Sei das Gespräch deiner Mannschaft. Zurück! Fallen lassen! Fallen lassen! Und das wird ein Tor! Tor zieht die Notbremse. Eine Grätsche am gegnerischen Kapitän. Oh nein. Alles okay, Bro? Das sah sehr übel aus, Captain. Das schreit nach einer roten Karte. Sieht nicht nach der Geburtstagskarte aus, was der Schiri da zückt. Es gibt 11 Meter! Ta? So machen wir es United, macht euch auf etwas Tag gefasst. Tag 3. Die Stimmung in der Super Strikers Kabine ist fantastisch. Hä? Was heißt das? Da los? Ich wollte es euch nicht verheimlichen, Jungs. Ich wollte nicht, dass Invincible United erfährt, dass ich einen heftigen Schlag abbekommen habe. Oh. Tag 4. Die Stimmung unter den Super Strikers ist schlecht. Du, oh. Mann, oh Mann. Aber meine lieben Enkelchen, Hoff hat eine neuromagische, eine neuromyologische... Neuromyalgische Kryokammer. Ja, neurometamagische... Und nun ein besonderer Leckerbissen für die kulinarischen Philister unter euch. Oh, was kann das nur sein? Ein Reisburger mit Pommes? Die Zutaten schmecken stark nach Lüge. Noch mehr schräges Futter? Verschon uns. Was? Niemals. So richtig echte Pommes? Wir dachten, ihr braucht eine kleine Aufmunterung. Yeah. Sehr schön, Captain. Bei jeder Erfolgsgeschichte gibt es Rückschläge. Aber je mehr Rückschläge, desto spannender ist die Geschichte für die Enkel. Profs Technik wird dafür sorgen, dass ich jeden eurer Schritte mit euch gehen kann. Und... geht ihr auch mit mir? Aber wir gehen da zusammen durch. Wir lassen dich nicht hängen. Drasta. Tag 5. Der letzte Tag des Krimis. Ich wünschte, ihr könntet dabei sein. Ha, ihr habt doch Zeitmaschinen, richtig? Hm? Ihr könntet doch... Gute Leistung im Liga-Krimi. Können Sie alle 3 Spiele gewinnen? Wie werden Sie heute vorgehen, Coach? In dieser Phase des Wettbewerbs gewinnt die Mannschaft das Spiel, die es am meisten möchte. Ein schweres Foul von Iron Tank vor nur 2 Tagen, Dancing Ruster. Es war nicht so schlimm, wie es aussah, Lena. Toll, ihm geht's gut. Hoffentlich hast du Tor nicht deinen Muscletron gegeben. Dinger! Nicht so schlimm, wie es aussah, ja? Das werden wir ja sehen.
Trotz des engen Zeitplans in diesem epischen Krimi sind die Super Strikers nur noch einen Sieg davon entfernt, ins Super League-Finale einzuziehen. Wird Invincible United ihnen in die Suppe spucken, Mac? Oder werden die Strikers ihr eigenes Süppchen kochen? Hättest du das dumme Aufwärmen machen sollen? Wörter. Ein Wort? Ja. Sie haben es auf den Super Strikers Captain abgesehen. Wo willst du hinrennen, Dancing Rasta? Falls du noch rennen kannst. So viele Verletzungen des persönlichen Bereichs. Ich schicke eine Nachricht an die Enkelkinder, reist in der Zeit zurück und helft uns zu gewinnen. Abtauchen? Kapitän! Gar keine leichte Entscheidung. Kein Foul? Hä? Wie bitte? Was? Aber das... Tut mir leid, Leute. 2 Tage haben nicht gereicht, um mich von Thors fiesem Foul zu erholen. Und Duma wusste es. Diesmal kann der Schiri gut und gerne auf den Videobeweis verzichten. Freistoß für die Super Strikers. Aber der Preis dafür war hoch. Dancing Rasta. Dancing Rasta, hörst du mich? Wow, langsam, du. Kapitän? Rasta? Ich sagte, ich gehe den ganzen Weg mit euch. Also, geht ihr ihn mit mir? Dancing Rasta spielt ihn kurz. Shakes! Diese Jungs meinen es immer noch ernst mit dem Finaleinzug. Haltet eure Position, Jungs. Shakes schickt den Ball tief ins gegnerische Feld. Zu Dancing Rasta, sein Mann, der gerade träumt. Stoppt ihn! Ist denn gar nichts heilig für dich? Kommt los! Beeilung! Das ist der Schlusspfiff. Und somit das Aus für die Super Strikers. Sie müssen am Boden zerstört sein. Ganz im Gegenteil, Brenda. Sie sehen glücklich aus. Lass mich runter. Du hast uns bis hierher getragen. Und wir tragen dich das letzte Stück. Ja! Und wieder unbesiegbar. Invincible schlägt Barker und holt sich den Super League-Pokal. Invincible United hatte eine tolle Saison. Aber Kapitän, United hatte dich absichtlich erneut verletzt. Shakes, man. Wir können nicht kontrollieren, wie die anderen Teams spielen. Aber wir können nächste Saison dafür sorgen, alles zu geben, was wir haben. Ah. Ha! Ha!
das ist der Vintage Muscle Tron 6000. Sagen Sie den Weicheiern der Welt Bescheid, dass... Muscle Tron 6000? Wo hat Thor denn dieses Baby her? Vermutlich haben meine Enkel ihn aus den 80ern geholt und ins Jetzt gebracht, damit wir die Super League gewinnen. Aber haben ihn ans falsche Team geliefert. Ihr habt euren Opa schwer enttäuscht. Ihr habt vorher Strudelverbot. Wartet, es gibt doch noch Strudel, oder? So, Jungs. Wird eine harte Nuss am Wochenende. Bei Barca spielen Profis. Viel Ballbesitz. Und sollten Sie tatsächlich mal den Ball verlieren, holen Sie ihn sich sofort zurück. Ihr müsst jeden Konter schnell ausführen und hohe Bälle spielen. Unsere Vorbereitung für das heutige Spiel muss auf jeden Fall... Halt, halt! Coach, ich kann diese super spannende taktische Einführung nicht genießen ohne dreierlei Schokopopcorn mit Erdnussbutter und Marshmallows. Wenn du dich dann beeilen würdest... Gleich soweit! Ist sofort fertig! Es kommt! Dreierlei Schoko, Marshmallow, Erdnussbutter, Popcorn gefällig? Willkommen auf dem Flughafen von Kuala Lumpur, Super Strikers. Oh, ist das widerlich? Ekelhaft, Leute! Von welcher Art ist die Verunreinigung? Popcorn. Schokolade. Marshmallows. Nicht zu vergessen, Erdnussbutter. Oh, klebrig, schmierig und knusprig. Wie lange wird das dauern? Wir müssen so schnell wie möglich nach Barcelona. 12 Stunden Minimum. Ah! Geil, sorry, Leute, ich schuld euch was. Wollt ihr echt keinen dreierlei Schoko-Marshmallow? Nicht? El Matador! Alter, wie lange willst du denn eigentlich duschen? Ich bin gleich raus. Nur noch das Gesicht waschen, die Haare entfetten, die Haut reinigen, ja, die Poren auspudern, die Nägel entnageln. Aha. Nein. Mann, mach das nicht. Nein, 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 nein! Okay. Du wirst auf jeden Fall als Nächster duschen. Viel Spaß, wenn ihr es noch dieses Jahrhundert hereinschaffen wollt. Bin am Flughafen gefangen. Habt ihr Ideen, wie ich 12 Stunden totschlagen kann? Gepäckwagenrennen. Duty-Free-Schokolade. Flughafen-Krimskramsladen. Mehr Duty-Free-Schokolade. Hör auf, dich gehen zu lassen. Trainier für Barca. Und dazu Duty-Free-Schokolade. Jakes, wohin soll's denn gehen? Ich will mich nur umsehen. Die Beine vertreten. Ich werd hier wahnsinnig, Coach. Na gut, in Ordnung. Yeah! Aber beeil dich. Jetzt keine Verzögerung mehr. Alles muss perfekt sein, wenn wir gegen Barca antreten. Was ist das? Ist ein Sepak Takraw-Ball. Ein Inka-Spiel? Sepak Takraw ist kein alter Mythos. Das ist das beste Spiel, das es gibt. Ja, da muss ich widersprechen. Nichts geht über Fußball. Ha, sieh dir Poster A42 an, dann reden wir weiter. Haha, eins daneben. Wow. Hä? Klaus! Jakes? Was ist denn los? Was versteckst du dich? Ich hab rausgefunden, wie wir gegen Barca trainieren müssen. Aber ich muss unbedingt los, bevor Coach davon erfährt. Aber Coach liebt neue Strategien. Warum fragst du ihn nicht einfach? Tiger, verschwinde von da! Nasse Fußböden verursachen ein 16. aller Knöchelverletzungen. Hm? Sorry, Dancing Ruster. Papierschnittwunden können wir uns nicht leisten. Denk nicht mal dran. Oh. Sehr cool. Und? Gibst du mir Deckung? Ich weiß nicht, Shakes. Er ist immer noch wütend auf mich wegen dem dreierlei Schokoladen-Marshmallow-Erdnussbutter-Popcorn-Missgeschick. Komm schon.
Das könnte uns echt helfen gegen Barker. Außerdem bist du uns noch was schuldig. Weiß jemand, wo ich in Kuala Lumpur ein Sepak Takraw-Spiel sehen kann? Die Aces spielen heute gegen die Mighty Juggernauts. Shakes ist in KL. Hey, kein Sightseeing. Ihr sollt trainieren. Und Duty-Free-Schokolade. Schickst du mir ein Foto? Fahr mal bei meiner Mom vorbei. So viel zum Thema wenig Follower. Na schon. Schlechte Körperhaltung sorgt für Verletzungen. Oh, komm schon, Coach. Du kannst nicht verlangen, dass wir hier weitere 6 Stunden rumsitzen. Ja. Und warum darf Shakes rausgehen, während wir in der Getas denn nie weiter Launch festsitzen? Wo steckt der? Hi, hier ist Shakes. Da war's eine Nachricht. Shakes sagte, er wollte zum Duty Free Shop. Der ist ganz weit weg auf der anderen Seite vom Flughafen. Die anderen rühren sich nicht vom Fleck. Jetzt will ich nicht in Shakes Haut stecken. Absolut. Ja. Ich geh dann mal eben nur schnell aufs Klo. Hab gesagt, er soll das Hosenpopcorn nicht essen. Jetzt geht's ums Ganze, Leute. Matchball im Sepak Takraw Halbfinale. Wer holt sich den Sieg? Die Aces oder die Juggernauts? Die Aces sind im Finale! Ah, mein Knie. Hab's mir beim Hinfallen verdreht. Glaubst du, du kannst heute Abend spielen? Wir sind verloren. Vielleicht kann ich helfen. Wer bist du? Hey, auch gesehen? Shakes von den Superstrikers war Habt hier. Habt ihr gehört? Shakes war nicht hier. Nicht wahr. Habt gehört, Shakes war hier. Wo genau ist Shakes hingegangen? Naja, ich habe ihn nicht direkt gesehen. Aber Sie dafür. Mann, oh Mann. Coach wird mich bestimmt entdecken. Haben Sie einen Mann mit einem... Wie bitte? Shakes signiert Schuhe im Sportgeschäft. Er könnte sich einen Schreibkrampf zuziehen. Ihr seht wohl nicht allzu viel Fußball, oder? Nee. Für uns geht's nur um Sepak Takraw. Weswegen wir auch garantiert keinen dahergelaufenen Neuling ins Team aufnehmen. Wow. Hä? Nicht schlecht, nicht schlecht für einen Neuling. Aber warum willst du für uns spielen? Was bringt dir das? Ich will einfach nur mein Spiel perfektionieren. Okay, gut. Probier's halt mal aus. Ja, super! Oh, nur eins noch. Wie sind die Regeln? Ja, wir sind komplett verloren. Spiel einfach mit, du hast dann auch was gut bei mir, okay? Für einen Superstriker mache ich alles. Gut, also, wenn jemand fragt, Shakes hat die signiert, okay? Coach! Hast du Shakes hier gesehen? Ja, er hat diese Schuhe signiert. Das ist Shakes Unterschrift, aber irgendwie anders. Als hätte ein Kind oder ein dressierter Affe das gekritzelt. Dann noch einen schönen Tag, Coach! Danke, ich schulde dir was. Moment! Signier mir die und wir sind quitt. Nun aber mit deinem Namen. Ich darf Leuten nicht immer erzählen, dass ich ihnen was schulde. Wenn du uns heute Abend nicht blamieren willst, musst du unbedingt die wichtigsten Spielzüge lernen, Neuling. Innenkick. Hab ich. Außenkick. Jo. Kniekick. Kinderspiel. Kopfball.
Die Trainingseinheit ist wohl abgehakt. Sunbag Spike. Ich nenne das den Fahrradkick. Wow, vielleicht sind wir doch nicht verloren. Vielleicht, aber wenn wir wirklich eine Chance haben wollen, brauchst du den Roll Spike. Roll Spike? Ja, das ist genau das, was ich brauche. Lass mich mal versuchen. Vergesst, was ich gesagt habe. Wir sind definitiv verloren. Ich wusste ja, dass ihr Amateure schlecht seid. Aber der Typ, wow. Gut, dass du dein Gesicht versteckst bei dem peinlichen Auftritt. Wer sind diese Freaks? Hättest du das bloß nicht gefragt. Jetzt kommt das wieder. Venom. Rattler. Hit. Zusammen sind wir die Vipers! Das sind unsere Gegner. Shakes zur VIP-Lounge, bitte. Shakes, VIP-Lounge. Wo steckt der? Der Bruder ist süchtig nach Natter. Probier's mal und schreib ihm da. Natty, wie? Nö, Natter. Lieber Shakes, wo bist du geblieben? Ich habe dich überall gesucht. Unser Flug geht in 3 Stunden. Finde dich sofort in der VIP-Lounge ein. Sonst... Hey, scheint kaputt zu sein. Ist es nicht. Man hat nur 120 Zeichen zur Verfügung. Was? Ist doch bescheuert. Wie soll man mit so wenig Platz überhaupt was sagen? Keine Ahnung. Wir kriegen's hin. Passt schon. Oh, ganz schön clever. Lol. Willst du das ernsthaft tragen? Ich bin etwas schüchtern. Außerdem gibt's hier ja keine Kleiderordnung. Vipers! Da hast du recht. Willkommen beim Kuala Lumpur Sepak to Crow Finalspiel. Es treten an die Vipers! Gib mir ein V. Vipers for Life! Der Titel gehört uns! Gegen die Aces! Los, Aces! Die machen wir fertig. Hey, wer ist denn der Neue? Noch immer keine Antwort auf Natty. Natter! Jetzt reicht's. Wenn ich Shakes nicht augenblicklich zu Gesicht bekomme, rufe ich die Polizei. Was mache ich denn nun bloß? Was mache ich denn nun bloß? Hallo? Ich möchte gerne eine Ver... nicht so wichtig. Hey, Shakes! Bleib, wo du bist! Den Typ ausgegraben. Weibling, komm mal her. So, irgendjemand wird unseren Mr. X ja wohl kennen. Shakes ist in KL. Schickst du mir ein Foto? Fahr mal bei meiner Mom vorbei. Unser Flug geht in 3 Stunden. Ich weiß, wer er ist. Und wie wir ihn loswerden. Hey, Superfans, verpasst nicht, wie Shakes im Sepak to Crow Finale spielt. Vipers! Hey, Weibling, das Recht musst du dir verdienen für diesen Move. Nicht cool, kleiner Freund. Männer? Auf Natter heißt es, dass Shakes gerade im Finale von irgendeiner verrückten Volleyball-Abart spielt. Oh Mann! Coach dreht total durch, wenn er das rauskriegt. Und? Gewinnen Sie? Zu mir! Super Strikers! Yeah! Das ist nicht gut.
Die zweite Runde geht an die Vipers. Konzentrier dich, Neuling. Du rennst ja überall herum. Ich muss nur eben schnell was erledigen. Okay, jetzt sind wir zu 100% verloren. Bitte sag, dass mich niemand gesehen hat. Verpasst nicht, wie Shakes im Sepak Takraw Finale spielt. Anscheinend spielt Shakes Sepak Takraw in Kuala Lumpur. Gibt's Fotos? Das ist doch gefotoshoppt. Fake News. Phew. Keine Beweise. Noch. Hey, ich bin hier drin. Wissen wir, Shakes... Warum bittest du deinen Coach nicht um Hilfe? Oh ja, richtig. Er weiß nicht, dass du hier bist. Lass uns das auf dem Feld austragen. Nicht auf diese Art. Es hat keinen Sinn, sich zu wehren. Du wurdest bereits gebissen von den Vipers. Ihr macht wieder diese Pose, richtig? Ja. Dir schick's. Wenn euer Mitspieler nicht in 5 Minuten zurück ist, habt ihr das Spiel automatisch verloren. Doppelt verloren! Es sind keine Gerüchte. Ich rocke wirklich gerade Sepak Takraw, sitze aber in der Umkleide fest. Hilfe! Muss ein Spiel gewinnen! Mann, Coach wird mich umbringen. Oh, nee. Hey, Leute, habt ihr auch Shakes da hinten gesehen? Wer ist Shakes? Den von den Super Strikers? Jetzt hab ich dich. Shakes! Wow, ja, du bist es wirklich. Wer sagtest du nochmal, bist du? Nur ein Typ, der sein Spiel perfektionieren will. Reicht mir völlig. 1, 2, 3, Aces! Das fühlt sich seltsam an. Shakes, wenn wir gewinnen wollen, müssen wir was ändern. Du musst den Rollspike machen. Keine Ahnung. Das ging schon mal schief. Komm schon, du bist Shakes von den Super Strikers. Oder was auch immer diese Fans da rufen. Shakes, 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 yeah! Neuling, aber den Rollspike hast du noch nicht drauf. Ja, daran arbeite ich noch. Es reicht, Shakes. Wir fliegen in 30 Minuten. Wenn du nicht auf der Stelle da rauskommst, trete ich die Tür ein. 3, 2, 1. Hi, Coach. Shakes? Wo hast du gesteckt? Ach, wie immer. Hab geschlafen, was gegessen, kurz genattert. Wir sollten es ja ruhig angehen lassen. Gut. Jetzt aber zurück zur VIP-Lounge, okay? Warte. Da wäre noch eines.
Bitte lösche mir dieses Netter von meinem Handy. Ich werde noch wahnsinnig von diesem permanenten Angepiepse. Na klar, Coach. Spieltag im Fo-Camp. Barca gegen die Super Strikers. Gut, was genau sind da nochmal die Regeln? Barca zeigt, warum sie hier sind. Oh, Chance für die Strikers. Gewagter Fernschuss von Dancing Ruster. Aber Klaus ist blitzschnell zur Stelle. Wow, sieht aus, als hätte er sein Fitnesstraining ernst genommen. Gute Möglichkeiten für Klaus. Aber er schießt ihn quer übers Spielfeld. Roll Spike! Du hast es endlich geschafft. Nicht schlecht für einen Neuling. Komm schon, Shakes Mann, bringen wir es endlich hinter uns. Hat Coach irgendwas zum Training gesagt? Telefon war aus, das ganze Wochenende. Oh, schlechte Nachricht, oder? Als Coach das letzte Mal so sauer war, durften wir zum Spiel laufen. Durch die arabische Wüste. Hä? Fast Food, du kennst doch die Regeln, Big Bo. Sorry, Homp. Ich muss essen, wenn ich aufgeregt bin. Super Strikers, euer Spiel gegen Invincible United war miserabel, unkonzentriert, talentlos, schrecklich. Und ich könnte ewig so weitermachen, doch euch steht ein langer Tag bevor. Sportkleidung anziehen und ab auf die untere Etage. Coach. Hallo, Prof. Unsere kleine Überraschung, ich meine große Überraschung, ist beinahe fertig. Gut. Bist du sicher, dass das notwendig ist? Oh ja. Anschließend werden sie es nicht mal mehr wagen, ans Verlieren zu denken. Männer, wart ihr schon jemals hier unten? Noch nicht. Ich wusste noch nicht mal, dass es so weit runtergeht. Ich frag mir, was Coach hier unten für uns bereithält. Ich will's nicht wissen. Das ist eine sehr großartige Idee, Tony. Ich wusste immer, ich werde mal kochen. Warum sollte ich einen Imbissstand irgendwo im Nirgendwo eröffnen, Dante Johnson Jr.? Aber wenn wir keine köstlichen Snacks verkaufen, was machen wir denn hier? Weil den Super Strikers der Arsch versohlt wurde. Und wann immer diese machthungrigen Draufgänger geschlagen werden, kommen sie doppelt so stark zurück. Und gegen wen spielen sie als nächstes? Uns. Aber warum genau stört das jetzt unseren schönen Imbissstand? Das ist viel mehr als nur ein Imbissstand. Hört zu, Männer. Heute wird ein schwerer Tag. Aber wenn wir hart arbeiten, schlau denken und zusammenhalten, stehen wir das durch. Ja, packen wir es an. Auf geht's. Hauen wir rein. Wir schaffen das. Shakes, Mann. Ich weiß, dein Spiel war... ein Albtraum. Wir haben alle miserabel gespielt. Daran können wir jetzt nichts mehr ändern. Aber eines können wir, und zwar unser nächstes Spiel haushoch gewinnen. Ja, ist angekommen, Kapitän. Was ihr auch haben könnt, ist ein Schluck Limo. Nicht? Aufgepasst, Jungs. Euer Auftreten gegen United war einfach nur peinlich. Aber hier gibt es keinen Abpfiff, der euch rettet. Unter einer Exaktheitsrate von 90% kommt ihr aus dem Zielwürfel nicht wieder heraus. Moment, Coach, wie funktioniert...
Okay, Männer. Richtige Farbe treffen, dann kriegen wir Punkte. Shakes, dort rüber. Cool Joe, rechts von mir. Klaus. Hey, wo ist Klaus? Ja, haha. Mit einem von diesen Babys bin ich für jegliche Gemeinheit von Coach gerüstet. Zugriff verweigert. Was war denn das? Was für ein Sammelsurium altbackener Erfindungen. Coach sollte den Ort das geheime Trainingsmuseum nennen. Und boom! Yeah. Genau so, Männer! Alles klar! Rauf! Rauf! Was ist da los? Jemand hackt sich in das Übungsgelände ein! Was? Die versuchen, die Kontrolle über alles zu übernehmen! Rauf! Netter Versuch, Coach! Aber jetzt gebe ich das Spiel vor! Bitte einen Burger, Fritten und Sprudel. Wo zum Hochland kommst du jetzt her? Bedienen Sie mich jetzt oder nicht? Kurz überlegen. Quadratwurzel 3 im Sinn? Nein! Tony, der Kunde hat doch immer recht. Hey, wenn ihr kein Essen verkauft, was macht ihr dann hier draußen? Gut. Jawohl. Ein Burgermenü kommt sofort. Los, Shakes, Mann! Wir brauchen jeden freien Fuß! Einen zweiten hätte ich noch übrig, Captain! Ha! So etwas nennt Coach schwieriges Training? Wo sind die Stacheln? Und die Laser? Und die mechanischen Haie? Oh, das ist meine Aufgabe! Gut, dann mal los. Warum ist hier alles so extrem gesichert, Prof? Nun, es sollte ja ein geheimbleibendes Trainingsgelände sein. Prof! Ich konnte einige Zugriffe wiederherstellen. Gut. Doch, wer auch immer ihn hatte, hat auch weiterhin Zugang zu allem. Zu allem? Zu allem! Also dann, was tun? Ich kann nur auf eine Weise in das Trainingsgelände einhacken. Mit einer Direktverbindung im Kontrollraum. Oh. Überprüfe alle USB-Ports, Hardware-Slots, das Motherboard und die LAN-Verbindungen. Nur eines noch. Ja? Was bedeuten diese Wörter? Ist es jetzt vorbei? Nein, noch nicht. Echt jetzt? Los jetzt, Männer. Wir wissen, was ansteht. Auf geht's, Shakes. Gleich geschafft, Mann. Schaffensmänner! Ha! Zu einfach! Haha! Klaus! Darf ich dir helfen, in etwas Kraftvolleres zu schlüpfen?
Komm schon, Maschine! Oh! Zugriff gewährt. Automatische Steuerung aktiviert. Hey, Herr Oboanzug, was machst du mit mir? Nein, nein, nein! Nein, nein! Nee, die Marke mag ich nicht! Das schmeckt nach Das wird ein Riesenspaß! Leute, es tut mir leid. Ich habe euch fast schon wieder reingeritten. Klar, dass du gerade einen Hänger hast. Ist doch logisch. United hat uns 4 reingezimmert. Ich bin sicher, es waren 4, Kumpel. Verleugnung. Wir alle gehen mit Niederlagen unterschiedlich um. Das tun wir absolut. Wo hast du den denn jetzt schon wieder her? Geheimversteck in der Unterhose. Klausmann? Gegner anvisiert. Du hast dich mit Coach verbündet? Wie konntest du? Nee, ihr versteht das alles völlig falsch. Der Robo-Anzug soll uns doch helfen, den durchzustehen. Maximale Aggressivitätsstufe aktiviert. Klingt aber nicht danach. Tony! Was ist denn schon wieder? Hat sich rumgesprochen? Die Menschen mögen unser Essen wirklich dann sehr. Dann halte das Geschäft aufrecht. Also, ich könnte Hilfe brauchen bei der Pommesfritteuse. Richtige Einstellung. Der dreht um und bewegt sich von alleine! Schnell, da lang! Der tut mir echt wahnsinnig leid! Jetzt beeil dich, Elbasur! Das versuche ich doch! Komm schon! Los, Leute! Ja, geschafft! Sehr gut. Au! Was ist damit? Könnte das wichtig sein? Ist ein Handy-Ladekabel. Oh, danach habe ich gesucht. Gehört diese Roboter-Spinne da hinten hin? Definitiv nicht! Du hast ein verstärktes Titan bestanden, Coach. Hab ich das? Ich schätze, da müssen wir hin, Jungs. Okay, aber wie kommen wir da hoch? Lass mich raten, Coach. Du findest, wir waren gegen United einfach nicht fit genug. Hallo? Coach? Der hat uns gerade einen Roboklaus auf den Hals gehetzt. Er hat anscheinend keine Lust auf ein Plauderstündchen. Los, Männer! Es gibt nur einen Weg nach draußen! Ein überdimensionales Laufband! Zeit für ein wenig mehr Beschleunigung! Stopp das Ding! Du hast Stopp gesagt, aber gerne. Oh nein, Super Strikers! Sieht aus, als würden eure Probleme noch etwas an Fahrt aufnehmen! Nummer 43. Nummer 43! Ja, ja, ich komme! Okay, keine Hektik, Männer. Erstmal durchatmen, dann versuchen wir es nochmal. Luft, Leute! Schnell weg hier, Brüder! Bleib uns vorbei. Ich möchte mein tiefstes Bedauern zum Ausdruck bringen! Kommt schon, Männer, kommt! Tut mir leid, Kapitän. Lass mich zurück.
Ich sagte doch, Shakes, es gibt nur einen Weg nach draußen und den gehen wir gemeinsam. Klaus Mann? Geht's dir gut, Bruder? Er ist nicht mehr unser Bruder, Alter. Staub, du metallisches Ungeheuer. Mach schon, Tony. Nummer 43. Ich mache es so schnell ich kann. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich fürchte, ich muss dich entlassen. Nein, bitte nicht feuern. Ich brauche diesen Job. Stopp, Moment. Ich brauche diesen Job nicht. Das ist ja nicht mal ein echtes Restaurant. Tony, nicht. Ich habe in eure Burger gespuckt und die Fritten sind gepresste alte Zeitungen. Er lügt. Unsere Fritten sind aus Kartoffeln. So, genug gescherzt. Nein, 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 nein. Oh, endlich etwas, das meine Aufmerksamkeit verdient. Yeah. Yeah. Super gemacht, Männer. Ja, auch wenn Coach es dieses Mal echt übertrieben hat. Ich kann überhaupt nichts tun. Das geheime Trainingsgelände wurde gehackt. Was? Ich war es denn. Aufpassen, dahinter euch! Was ist das? Den hab ich! Zur Hölle hast du den denn entwickelt, Gold? Um zu sehen, wie er mit Druck umgeht. Außerdem war ich äußerst sauer. Bitte, Robo-Anzug, du gehörst doch auch zum Team. Hör sofort auf damit. Klaus! Ha, ich wusste, du verstehst mir. Nein, hier drüben. Rob, der Anzug dreht durch. Nicht nur dein Exoskelett. Jemand hat Kontrolle über das gesamte Trainingsgelände. Nicht doch. Deine Teamkollegen brauchen dich jetzt. Ich wollte ja helfen, aber der Anzug... Es gibt einen manuellen Steuerungsschalter in deinem Kragen. Zielt auf die Scheibe. So also stellt man den ab. Ja! Hey! Unfair! Kein Weg raus. Shakes, Mann! Wir müssen das Teil fertig machen! Großartige Unterhaltung! Und das Essen ist auch nicht so schlecht! Oh nein! Na toll! Als ob ein Killer-Roboter nicht schlimm genug wäre! Keine Sorge, Jungs! Ich hab die Kontrolle zurückgewonnen und werde jetzt richtig... Hurra, endlich sicher! Hey! Hör auf, meine Freunde mit deinen Bällen abzuschießen! Jetzt, Shakes, Mann! Hier kommt unsere Chance! Übelst! Hey! Schnell, Männer! Schießt! Nicht doch! Shakes! Shakes! Shakes, Mann! Lass das United-Spiel endlich hinter dir! Flatterball! Nur ein kräftiger Schuss!
Klaus, Bruder! Klaus! Hey, alles in Ordnung, Klaus? Leute? Bitte. Nein, nein! Echt cooler Anzug! Ja! Oh, warum? Komm schon! Also, werdet ihr künftig noch mal ein Spiel verlieren? Beeilung, John! Wenn die Super Strikers uns finden, wird... Ohoho! Die Super Strikers! Verblüffend, dass ihr auch hier seid! So klein ist die Welt! Kundschaft! 11 Burger, bitte! Und ihr Männer, wollt ihr auch was? Oh, so spät schon? Geschlossen! Wir haben so viel geschuftet! Aber ihr wisst ja, wie es heißt! Der Kunde hat immer recht! In 2 Wochen spielen wir gegen die Super Strikers. Was hast du für uns, Janein? Hochmoderne Überwachungsausrüstung. Das Neueste zur Angstvertuschung. Bessere Belüftung erforderlich. Nicht schließen, ich kann nicht ab. Wir haben sogar ein Super Strikers-Trikot entworfen, das über Ubers Arme passt. Ja. Und hier seht ihr mein absolutes Meisterstück. Thor bekommt eine Dosis audiosynthetische Hypnose, die ihm helfen soll, seine größte Angst zu überwinden. Hallo, Mr. Thor. Wie wär's, wenn wir Ihren Schnurrbart ein wenig stutzen? Niemals. Weißt du eigentlich, wie lange es gedauert hat, bis er so aussah? Und nun seht, was passiert, wenn ich das Triggerwort sage. Herz, Königin. Oh? Oh. Etwas stutzen wäre wirklich schön. Na und? Wie soll uns Thors Hypnose auf dem Spielfeld helfen? Wir werden nicht ihn hypnotisieren. Weil Brislovscher Dubstep Brechreiz hervorruft und eine Beleidigung für die Ohren der ganzen Menschheit ist. Komm schon, Cool Joe. Pump Up the Berserkle ist vielleicht kein Mozart. Es ist noch nicht mal Musik. Aber es hilft Block, sich heiß aufs Spiel zu machen. Von mir aus. Aber hier, nimm die. Schenk ich dir. Hauptsache, ich höre nicht weiterhin diesen Lärm. Hey, ist das nicht Thor von Iron Tank? Nee, Thor trägt einen Schnurrbart. Mein Schnurri! Ich kann meinen Schnurrbart nicht spüren! Herzkönigin! Ich liebe meinen neuen Look! Okay, Männer, Phase 1 einleiten. Habe verstanden, Colonel. Identifiziere Zielperson. Wie wär's, wenn wir den Super Strikers Captain kontrollieren? Nützlich. Wenn wir Shake sabotieren, wird es auch keine Strikers-Tore mehr geben. Möglich. Los geht's, Bro! Lass sie uns ausschalten! Klasse Tackling von Block. Und North Shore klärt. Die Abwehr Bros.
Oder einen Schläfer im Herzen der Superstrikers-Abwehr? Perfekt. Danke, Cool Joe. Du rettest uns vor Pump Up the Berserkle. Und ich fange gerade erst an, Bruder. Ich werde Block zeigen, dass Musik mehr ist als diese Beleidigung für die Ohren. In Ordnung, Jungs. Die Zimmerverteilung heute. Shakes und Klaus, North und Block. Geht klar. Die Abwehrbrunks. Eigentlich, Coach, wäre ich gern in einem Zimmer mit Block. Seine musikalische Erziehung erfordert, dass ich jederzeit bei ihm bin. Selber. Na gut, in Ordnung. Dancing Rasta, Big Bo. Nicht schnarchen, okay? Von Ei bitte kommen. Ja, Colonel Sir? Phase 2 Statusbericht. Man kann kaum atmen hier drin. Warum muss ich immer der Fangbaum sein? Kirschblüten im Mondschein. Ich bin ein Baum. Hey, hast du gerade... Oh, dort, das andere Überwachungsteam ist in Position. Noch ein paar Fotos mehr und du kannst ein ganzes Album basteln. Du kriegst 3 von 10 Punkten für diese Kränkung. Aber ich bekomme die volle Punktzahl für die Planung, wie man die Audiohypnose gezielt einsetzt. Exzellent! Leiten wir Phase 3 ein. Wird erledigt. Und jetzt seht und lernt, wie ein echter Profispionage betreibt. Und Streit. Jemand ruft meinen Namen. Jeder macht sein Ding. In einer Welt ohne Liebe. Bin drin. Ärger. Nimm das Lied, das am häufigsten gehört wurde. Das ist gar kein Problem. Es gibt nur ein einziges Lied. Entspann dich, Bruder. Ich hab dir ein paar der besten Songs aller Zeiten draufgeladen. Oder, wie ich es gerne nenne, die 3 Schritte zur musikalischen Erleuchtung. Auf geht's, Block. Legen wir los. Es begann alles im Jahre 1770 mit Bowheathen. Meinst du nicht Beethoven? Ha, dieser Mainstream-Diener. Ach, bitte. Bowheathen-Sinfonien sind das einzig Wahre. Weiter ging es in der Mitte des 20. Jahrhunderts mit dem Jazz-Improvisationsmeister Dave Diddley Doohop Davidson. Na danke, Cool Joe. Du machst Musik echt Bu Dudley Lou langweilig. Pass auf, was du sagst, El Matador. Ich hab dich singen gehört. Nun zu meinen absoluten Lieblingen, die 70er-Funkmeister Funky Synthesis. Sie verwandelten Sonnenlicht in puren Groove. Das reicht mit Aufwärmen, Jungs. Zeit für das Spieltraining. Hey, Block, mach dich bereit für den süßen Klang des Balls, der hinter dir im Netz landet. Los geht's, Bro. Lass sie uns ausschalten. Und Cool Joe macht die Musik. Siehst du, du brauchst keinen Brislovschen Dubstep. Meine heißen Beats haben dich auf eine höhere Stufe katapultiert.
Ha! Block ist in noch besserer Form als gegen Palmentieri. Sicher, dass du den Hypno-Song auch auf den Player kopiert hast? Natürlich! Meine Mission war erfolgreich, aber deine dumme Hypnose funktioniert nicht. Du solltest dich entspannen, Uber. Ja, ich entspanne mich. Hey! Das war ein Triggerwort, oder etwa nicht? Du hast ihn hypnotisiert! Und von Ei! Und Thor! Mein Schnurrbart! Wo ist mein Schnurri hin? Herzkönigin! Vielleicht ein kleines bisschen. Block ist derjenige, den wir unter Kontrolle haben wollen, nicht deine Mitspieler. Keine Angst. Er würde niemals zum Spiel antreten, ohne vorher seinen Song zu hören. Okay, Alter. Bist du bereit für anheizende Beats vor dem Spiel? Oh. Nein, nicht Pump Up the Berserkle. Berserkle, Block! Okay, jetzt reicht's. Wenn Boheathen, Diddly-Doo-Hop und Funky Synthesis dich nicht auf den Weg der guten Musik bringen können, ist es an der Zeit, die Meister des Progressive Rock heraufzubeschwören. Dragon Lawyer. Anwalt der Drachen? Klingt echt gefährlich. Oh, in den falschen Ohren mag das so sein. Diese Jungs überschreiten jede musikalische Grenze. Ich rede von verschiedenen Taktarten, Polyrhythmen, Vokalkontrapunkten, geschmeidigen Riffs, doppelten Keyboard-Soli. Also ich habe vielleicht zwei Wörter verstanden. Ja, cool, Joe. Du brauchst ein brislawisches angelber Musikwörterbuch. Quatsch, hör nicht auf diese tauben Musikbanausen. Dragon Lawyer wird dich komplett umhauen. Das ist okay. Du wirst gehorchen. Hörst du die Worte, schalt sie aus, wird dein Körper erstarren. Hallo? Erde an Block. Oh nein, er war nicht bereit für Dragon Lawyer. Ich hab ihn kaputt gemacht. Berserkle, Circle? Du warst voll weggetreten, Mann. Geht's dir gut, Block Dude? Berserkle. Soldaten des Fortress Stadions, heißt die Super Strikers und den mächtigen Iron Tank willkommen. Iron Tank! Iron Tank! Danke! Wenn Block nur halb so gut wie vergangene Woche spielt, wird das ein harter Abend für die Heimfans. Uber kämpft sich durch das Mittelfeld. Aber eine große Hürde muss er noch nehmen. Okay, Bro. Phase 4. Jetzt schalt sie aus. Extreme Unkonzentriertheit bei Block. Alter, was war das? Berserkle. Dann reiß dich zusammen, Bro. Du musst dich konzentrieren. Schalt sie aus. Schalt sie aus. Schalt sie aus. Schalt sie aus! Wir sind kurz vor Ende der ersten Halbzeit und Coach denkt bereits über einen Wechsel nach. Das wundert mich nicht. Das ist die schlechteste Leistung, die ich je von Block gesehen habe. Und leichter wird es jetzt auch nicht werden. Jetzt aber, Block, ich bitte dich, schalt sie aus! Nein! Soldaten der Fortress, macht Lärm für Thor! So präzise wie sein sauber und glatt rasiertes Gesicht! Mein Schnurrbart! Berserkel, Serkel, Serkel! Was war da draußen los, Block? Als hätte man den Schalter umgelegt. Hey, Cool Joe, deine verrückte Prog-Musik hat Blocks das Hirn frittiert. Du hast recht. Ihm meine Musik aufzuzwingen, hat offensichtlich seinen Groove ruiniert.
Das geht gegen alles, woran ich glaube. Aber was sein muss, muss sein. Block, mach dich bereit für eine volle Dröhnung. Pump up the Berserker. Du wirst gehorchen. Also eins muss ich dir lassen, ja, nein. Dein Hypnose-Ding hat echt funktioniert. Huh? Okay, das reicht. Den Feind zu hypnotisieren ist eine Sache, aber du machst deine Mitspieler zu billigen Hilfsarbeitern. Teaser? Oh, ja, danke. Es ist unprofessionell, faul, schlecht für den Teamgeist. Lätzchen dazu? Lieb gern. Wo war ich stehen geblieben? Einen Moment mal. Sind Sie etwa... ich lasse es dir noch einmal durchgehen. Aber nach dem Spiel hört dieser Wahnsinn auf. Hörst du die Worte, schalt sie aus, wird dein Körper erstarren. Du wirst gehorchen. Alter! Ich dachte nicht, dass das möglich ist. Aber das Zeug ist noch übler als Pump Up the Berserker. Bergelberg! Bergelberg! Und diese Iron Tank Idioten haben mich dafür benutzt! Ah! Entschuldige, Block. Aber da wirst du jetzt leider trotzdem durch müssen. Bergelberg! Bergelberg! Yeah! Schlagen wir sie mit ihren eigenen Waffen! Die zweite Halbzeit läuft und Iron Tank macht da weiter, wo sie aufgehört haben. Es überrascht mich, dass Block immer noch auf dem Platz steht nach dieser desaströsen ersten Hälfte. Okay, Bro. Schalt sie aus! Berserker! Klasse Aktion! Wow! Block ist wie ausgewechselt. Das ist der Groove, den ich liebe, Bruder. Yeah! Torschütze mit der Nummer 10, Shakes. Oh, ihr wundert euch sicher, warum eure Tour nichts mehr getaugt hat. Das passiert, wenn du dich mit uns anlegst. Den Abwehr-Bros! Phase 5. Der Notfallplan. Ihr habt die Abwehr-Bros als Triggerwort benutzt? Das ist echt böse! Wow! Block macht seine bescheidene erste Halbzeit echt fett. Du rutschst, Mann. Ha, das ist genau das, was ich meine, Bruder. Nein! Er ist hypnotisiert! Hä? Ach, es muss doch möglich sein, ihn da rauszuholen. Blitzlichter? Laute Geräusche? Den Erschrecken? Riechsalz? Stromschläge? Die Macht der Liebe? Nein. Der brechreizerregendste, trommelfellbeleidigendste Krach des ganzen Universums. Was ist bei euch los? Block ist wieder hypnotisiert. Aber ich weiß, wie wir ihn da rausschnipsen. Ich brauche dein Handy. Keine Sorge, Jungs. Ich regel das. Hey, Block! Schalt sie aus! Haha. Netter Versuch, aber die Hypnose überschreibt die alte Programmierung. Na los, komm schon. Hab dich. Blockmann, du musst dagegen ankämpfen. Wie kann ich Ihnen helfen? Oh, sorry, Ansagerstimme. Also, wie kann ich dir helfen? Ich bin hier, um echt üble Musik abzuspielen. Hier. Also sowas habe ich ja noch nie gesehen. Das ist entweder eine sehr unorthodoxe Strategie von Coach oder Block hat den Verstand verloren. Du bist stärker als das, Dude. Du kannst es besiegen. Wir sind doch Abwehr-Bros. Was ist das für ein Kraft?
runter! Das ist wie Musik in meinen Ohren. Ja, der Song hat's in sich, Junge. Ich meine doch nicht den Song, du Trottel. Er gibt erst vor, ein Eigentor zu schießen und knallt ihn dann an die Latte. Das nenne ich mal eine ungewöhnliche Taktik. Naja, aber sie funktioniert. Iron Tank gerät in Bedrängnis. Sag es nicht, Bruder. Ich bin sehr enttäuscht von euch. Besonders von dir. Dein Plan war ein totaler Reinfall. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Lila Alligator. Und zur Strafe gehe ich nun in den Liegestütz und mache für euch die 100 Push-Ups. Ein Tick, ein Tick, ein Tick. Sag mir nicht, du... Phase 6. Der Fluchtplan. Ah!